Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Ich bin immer noch etwas erledigt von dem großen Loch, das wir letztes Mal geschaufelt haben. Drum machen wir heute vielleicht etwas weniger Anstrengendes, aber trotzdem etwas, was wir machen müssen, denn hier zwischen unserem Weg und der Therme, da müssen wir noch etwas Fliesen verlegen. Und auch hier überall seht ihr noch Fackeln rumstehen. Und auch da draußen im freien Feld haben wir einiges mit Fackeln beleuchtet, damit unser Gebäudekomplex nicht von außen von Mobs überrannt wird in der Nacht. Aber Fackeln sind nicht so dekorativ und heutzutage haben wir ja viele Möglichkeiten, unsere Bauten zu beleuchten. Hier drin haben wir Fackeln, aber die sind integriert in das ganze Konstrukt. Hier draußen sieht es etwas anders aus. Drum denke ich, das sind zwei Projekte, die wir heute angehen können. Die Beleuchtung werden wir vielleicht nicht ganz fertig bekommen. Ich habe hier fleißig alles zugepflastert. Hier von der Kante der Straße bis zur Therme und auch auf dieser Seite darüber. Und auch hier habe ich zumindest schon mal begonnen, nicht bis ganz hinten, da drüben auch ein bisschen. Ich habe auch all die Fackeln entfernt, die so rumstanden, und sie mit einer alternativen Beleuchtungsquelle ersetzt. Und hier entlang unserer Basilika ist das besonders gut rausgekommen. Überall sonst so ein bisschen Säulen mit einer Laterne drauf, ohne groß abzumessen, in welchen Abständen die auftreten. Mehr so im Hinblick, dass wir überall Beleuchtung haben, sodass wir nicht in der Nacht von irgendwelchen Mobs überrascht werden. Und hier könnt ihr sehen, da geht es ein bisschen rauf. Hier bin ich mir noch nicht sicher, wie ich dann den Übergang hier ins Innere mache. Aber da wird sich sicherlich auch noch etwas finden. Und der nächste Schritt, denke ich, dürfte dann etwas Beleuchtung sein hier auf der grünen Wiese. Denn da haben wir auch noch einige Fackeln stehen. Und ich denke, das lässt sich auch etwas hübscher beleuchten. Die Landschaft ist inzwischen auch ein bisschen besser beleuchtet mit verschiedenen Techniken, hauptsächlich Glowstone auf Fußebene, und darüber können wir entweder Leafblöcke platzieren, um so Buschansammlungen zu kreieren. Hier habe ich auch ein bisschen Terraforming betrieben, um das Gelände etwas anzupassen. Dann hier drüben können wir die Blöcke auch einfach mit einem Moosteppich abdecken. Das ist besonders praktisch, wenn wir eine Lichtquelle nahe von der Straße brauchen. Und im Fall, wo wir
links und rechts von der Straße keinen Platz haben für Licht, dann können wir hier auch Glow Legion verwenden, die wir direkt auf die Straße legen, und das fällt nicht mal auf, wenn man nicht speziell hinschaut. Hier an den Wänden habe ich da oben auch ein bisschen Lichtquellen platziert, um die Fackeln hier unten zu entfernen. Und ich bin schon fast durch mit all den Fackeln. Auch hier auf dieser Seite, da sieht man, da gibt es jetzt einige Büsche in der Landschaft, die das Ganze etwas beleuchten. Alles, was jetzt effektiv noch fehlt, ist von hier in diese Richtung. Und wir beleuchten das Ganze ja, damit wir optimale Spawnbedingungen haben für unsere Creeper Farm. Und damit sollten wir das erreichen können. Gut, ich denke, ich mache hier noch den Rest fertig, bis da hinten etwas über die Brücke müssen wir gehen, und dann natürlich auch da in diese Richtung, bis wir alle Fackeln durch eine schönere Variante von Licht ersetzt haben. Und somit sind wir am Ende von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder zu, wenn es heißt, ein weiterer Tag in Minecraft. Bis dann, tschüss!